Guten Abend, neben mir steht Alexander Güttler, er ist von der Agentur Compaction, auch hier in München, so wie ich das verstanden habe. Und er hat heute zu dem Thema Social Media und PR einen Vortrag gehalten und hat auch den Zusammenhang erklärt zwischen PR und dem Thema Social Media. Was ist das für ein Zusammenhang? Wie entwickelt sich PR weiter und warum ist Social Media relevant für PR? Ja, ich habe versucht deutlich zu machen, dass eigentlich erstmal davon geht, wie sich Unternehmen gerade verändern. Mhm. Wir erleben doch im Grunde genommen zwei ganz wesentliche Dinge, dass die Mitarbeiter in dem Unternehmen gerade in einer Wissensgesellschaft dazu gebracht werden und dass man versucht, möglichst viel von deren Wissen, von deren Ideen einzubinden und dass man also intern auch stimulieren muss, dass man sehr, sehr viel von diesem Wissen bekommt. Das kann aus meiner Sicht auch über Incentive-Systeme gehen und wir haben vielleicht versucht, deutlich zu machen, früher haben Unternehmen immer sehr, sehr stark auch auf Push-Marketing gesetzt, das heißt ihre Botschaften herausgeschrieben. Die neue Welt verändert sich aber und die wird alle Unternehmen verändern. Da geht es vielmehr dazu, Angebote zu machen, für Menschen interessant zu sein. Mhm. Das kann Informationen sein, die jemand gibt, das kann in der externen Welt auch sein, dass man auch Unterhaltung liefert. Das will ich mal gar nicht ausschließen, aber es geht aus meiner Sicht sehr, sehr stark von so einem Push-Ansatz zu einem Pull-Ansatz. Interessant zu werden, Botschaften zu haben, Mitarbeiter auch als Botschafter zu gewinnen, bei allen Problemen, die damit einhergehen. Wir haben gerade diskutiert, man muss Guidelines schaffen, man muss einen Rahmen schaffen. Man kann natürlich nicht die offizielle Stimme verteilen auf ganz, ganz viele. Die kann immer nur einer sein. Aber es wird eine Welt drumherum geben, wo auch viele vielleicht für ihr Unternehmen, für ihre Produkte, für ihre Ideen werben. Und das wird ein Weg sein, wo man die Kraft eines Unternehmens vervielfachen kann. Und das sehe ich nicht nur auf der Konzernebene, sondern ich glaube, dass auch der Mittelstand dort Möglichkeiten und Chancen hat, Dinge für sich zu erreichen, die vielleicht früher aufgrund der begrenzten Mittel nicht möglich waren. Aber heute kann man vielleicht durch die Dinge, die uns Social Media auch als Chance bietet, da aktiv werden, ohne direkt die riesen Budgets auch im Hintergrund zu haben. Mhm. Und dann haben Sie gesagt, haben Sie über die Rolle der PR-Agentur gesprochen. Wie sieht denn eine Rolle in so einem Social Web aus, einer Agentur? Kann ein Unternehmen überhaupt glaubhaft Transparenz zeigen, wenn Sie eine Agentur engagiert dafür, oder ist das der richtige Weg? Also viele Unternehmen haben ja die Kompetenz nicht direkt in-house und die Agenturen sind für die Unternehmen erstmal ein sehr kritischer und ein beratender Begleiter. Die helfen denen, Fallen zu vermeiden und die helfen denen, sich da richtig zu positionieren. Mhm. Wenn aber Agenturmenschen dann auch für das Unternehmen sprechen oder aktiv werden, dann dürfen sie das nur tun, also aus meiner Sicht und auch aus unserer Verbandssicht, indem sie das eben auch ganz offiziell entweder in dem Namen des Unternehmens und auch unter Nennung ihres eigenen Namens und wo sie herkommen machen. Wir sind also strikt dagegen, dies als verdeckte PR zu machen und wir glauben, das ist etwas, was tödlich ist. Also man kann eine Community nicht austricksen. Man kann sich offen in die begeben, man kann offen Einfluss nehmen, das finde ich völlig legitim, aber man darf es immer nur mit offenem Visier. Ja, also mit offenem Visier volle Fahrt voraus. Und auch Abschied nehmen, dass man in dieser neuen Weg alles kontrollieren kann, sondern man kann nur einen Korridor schaffen. Das ist für mich ein riesen Paradigmenwechsel. Das wird auch unsere Sprache verändern. Früher, ich sagte gerade Push und Pull, hatte man Hochglanzbroschüren, wir wollten alle irgendwo Marktführer werden und das war alles wunderbar und toll. Je mehr wir ein direktes Gespräch haben, hört dieses "Schaut mal, wie toll ich bin" ein Stückchen auf, sondern man muss Dinge bieten, die andere interessieren. Und ich glaube, das wird unseren gesamten Ansatz auch in der Klassik verändern, auch in den ganz normalen anderen Dingen, auch vielleicht in der Art, wie ich eine ganz normale Pressemeldung schreibe. Gut, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.